Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2. Und wir spielen ein Gefecht im Weltraum auf der Seite des Widerstandes auf der neuen Map. Ich habe die Map auf jeden Fall schon mal gespielt. Bin auch gerade mittendrin. Wir müssen solche Generatoren verteidigen. Und sobald die diesen Punkt hier geschafft haben, der jetzt kommt, was wir jetzt wahrscheinlich auch machen werden, kommt einfach so eine geile Sache. Sogenannte Schwerkraftgeneratoren. Und die sorgen eben dafür, dass die Schiffe im Weltraum zum Teil stehen bleiben. Und Alter, war das knapp! Ich spiele mein persönliches zweitliebstes Raumschiff, den X-Wing. Oder den ARC-170, der Klone hier, der Religion, der Republik. So ist es. Das ist mein Lieblingsschiff. Und wir räumen gerade gut auf. 4 Kills bereits. Oh, hier müsste jetzt einer kommen. Komm schon, jawohl. Da war noch einer. Ist angeschlagen. Unsere Schiffe werden von feindlichen Sternenjägern beschossen. Perfekt. Die Feldgeneratoren sind empfindlich. Wir müssen sie beschützen, bis sie online sind. Ah, den habe ich da nicht mehr gekriegt. Und wir werden verfolgt. Sind schwer angeschlagen, haben eine Rakete am Arsch. Zwei haben wir noch weggeholt. Und, oh, der Typ, der uns mit einer Rakete beschossen hat. Guten Tag. Tun wir es ihm gleich. Was ich Erfolg hatte, dabei ihn zu zerstören. So, da unten ist noch ein Angreifer. Der hält nicht mehr so viel aus. Ich auch nicht mehr. Heilung. Abdrehen. Panik. Gut, ich lebe noch. Das ist gut. Der lebt nicht mehr. Gott, das wird eine kurze Runde, glaube ich. Wir nehmen die gerade richtig auseinander. Okay, wenn die Runde, wenn wir es jetzt tatsächlich schaffen, in der ersten Phase zu gewinnen, dann hänge ich noch eine zweite Runde dran. Das verspreche ich hier und jetzt. Gott, das war mega scheiße geschossen. Boah. Komm schon, den holen wir jetzt auch noch. Ich fliege gerne ganz schön riskant. Der ist weg. So, den holen wir uns, wo ist er? Oh, mit den schweren Schaden. Wir haben noch den Kill haben. Wir haben ihre Angriffswelle so gut wie zurückgeschlagen. Wenn wir noch ein paar mehr ihrer Jäger ausschalten, müssen unsere Leute entkommen können. Komm schon, den will ich haben. Der gehört mir. Dein Arsch gehört mir, komm schon. Da fliegt er wie so ein behinderter Hornochse. Komm schon, den hatten wir doch. Haben wir verloren. Da ist er. Er ist in die Wand reingeflogen und ich habe noch nicht mal einen Assist gekriegt. Danke dafür, Spiel. Sie haben unsere Generatoren deaktiviert. Konzentriert. Achso, nee, wir haben gar nicht gewonnen. Ich habe den Schaden unserer Generatoren mit der Anzahl der das Leben von denen vertauscht. Und wie hat er mich jetzt getötet? Egal. Wir spielen Poe Dameron. Den finde ich besser als Lukes X-Wing. Und der ist nebenbei noch billiger. Ich hab sie im Visier. Podemon, auch einer meiner Lieblingscharaktere der neuen Trilogie. Feindliche Sternjäger ausgeschaltet. Da, das ist das Geile, diese Generatoren da. Erfahrene Piloten können Generatoren zu ihrem Vorteil nutzen. Und ich bin der beste Pilot des Widerstands, also Vorteil für mich. Er hat sogar eine neue Fähigkeit, so einen Boost. Alter, krass, einige der Helden haben sogar neue Fähigkeiten gekriegt. Aber ich krieg gerade hart aufs Maul. Hier, das sind die Schwerkraftgeneratoren, die verschieben einen immer so zum Teil. Die Dinger sind so genial.
Das sieht auch noch nice aus, wenn man nur drin ist, dann so wieder draußen. Aktivieren wir dann eine Fähigkeit, dann machen wir... Oh, das war knapp! Dann machen wir mehr Schaden, beziehungsweise unsere Verbündeten auch. Ich finde die neue Map hier auf jeden Fall richtig gut. Vor allem, weil ich hier so wenig sterbe. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwer ist, Gegner zu finden. Ja, ist einer. Uns. Ich hab's auch gesehen. Aber manche Leute fliegen, als wären sie besoffen. Oh, der zum Beispiel. Dann zwei hinter mir. Die wechseln sich, glaube ich, immer ab mit dem offenen Schießen. Kann das sein? Der ist weg. Der auch. Unsere Fähigkeit, vielleicht holt ihn ja jemand weg, den der uns gerade verfolgt. Ist auf jeden Fall praktisch. Auf der Map gewinnt größtenteils bisher immer der Widerstand. Das heißt, ist zwar neu, aber noch sehr unbalanced. Oh, schwerer Schaden. Direkt Heilung. Ich hasse die Leute, die haben so am Arsch hängen. Ah, ein Solo ist auch hier. Sehr schön. Haltet ihre Jäger auf, damit wir die Evakuierung abschließen können. Ich werde ja durchgehend von Raketen beballert. Was soll denn das? Ist nicht lustig. So, wo ist denn das nächste Ziel? Und gewonnen. Sieg für den Widerstand. Perfekt. Dann würde ich sagen, die Runde war jetzt recht kurz. Hängen wir doch direkt noch eine dran. Jawohl, bester von allen. Ich weiß nicht wieso, mit den X-Wings fliege ich irgendwie extrem viel besser als mit den TIE-Jägern. Ich habe sogar noch eine Belohnung gekriegt. Nice. Da sieht man 32 Eliminierungen. Schön. Und wir können gleich mal auf der Seite der ersten Ordnung spielen. Wenn die Zeit unten abgelaufen ist. Dann können wir auch mal sehen, was wir machen müssen. Auch wenn wir da größtenteils einfach nur angreifen müssen. Schaltet ihre Verteidigung aus! Das ist für Starkiller! Ja, stimmt, das hier spielt gerade nach der Sache mit der Starkiller-Basis. Übrigens, als neuen Helden gibt es einen Versio. Die muss man aber erstmal freischalten. Und ich sag mal so, die ist einfach nur ein ganz normaler TIE-Jäger, der ein bisschen mehr aushält, einen längeren Boost hat und statt einem Torpedo 2 abschießt. Also lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Ich leg erstmal ein bisschen nach oben. Nämlich, sie rechnen niemals damit, dass einer so nach oben fliegt und dann stürze ich mich gleich auf die herab. Das nenne ich Taktik. So. Jetzt, da sind sie. Ja, dann muss ich nur noch lernen zu treffen, nicht wahr? Natürlich fliegt ihr. Ah! Okay, 15 Punkte. Ich würde sagen, das können wir so stehen lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge von... Ne, Spaß. Das war echt scheiße von mir. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass da das Schiff ist. Ich habe nur gesehen, dieser A-Wing, der wollte hinter mich gelangen. Wollte es ihm gleich tun und dann auf einmal, bam, Schiff. Egal. Dann gehen wir auf das Teil hier. Auch wenn wir jetzt natürlich leichtes Kugelfutter sind, wenn wir das Teil angreifen. Feindliches Schiff zerstört. Die Helgenratoren sind noch kaum in Betrieb. Zerstört sie alle.
Angriff ab. So, kurz mal Abstand gewinnen. Einen erneuten Angriff fliegen. Die feindlichen Generatoren fallen aufeinander. Zerstört sie. Perfekt. Schön viel Schaden anrichten, abdrehen und oh, wieder Schiff. Feindlicher Jäger zerstört. Klicke ich mal hier lang. Abdrehen und die Seite penetrieren. Und ich habe sogar einen Kill gemacht und gewollt. Oh, ich bin fast tot. Panik, Panik, abdrehen. Hilfe. Wir haben ihre Generatoren deaktiviert. Aber die Sensoren zeigen, dass weitere online kommen. Wartet auf neue Befehle. Und, oh, wollte gerade sagen. Ah, da ist der X-Wing und ich bin durch irgendwas gestorben, was ich nicht verstehe. Egal. Kylo Ren. Auch wenn ich vermutlich gefokust werde, wie keine Ahnung was. Ich finde den... Das Teil hier von dem, den Jäger, sieht mega nice aus. Bei dem, also immer wenn ich hier das hier mache, boah, Rakete, ich muss mich konzentrieren, damit ich wenig rede. Nämlich, weil, wenn Kylo Ren auf dieser Map ist, wird man nur gefokust. Ja, man legt sich nicht mit Kylo Ren an, Junge. Gott. Flieg doch normal, Junge. Mach es uns allen leichter. Und zerlegt. Tja, niemand kann sich der ersten Ordnung entziehen. Niemand. Das hat gesessen. Ich fliege übrigens nicht rein mit Kylo Ren, ist mehr zu riskant. Mit einem normalen Tiger würde ich das bringen, aber mit Kylo Ren? Ne. Niemals, der war teuer. So, noch ein Teil zerstört. Hier ist auch ein A-Wing-Pilot, der mich gerade angegriffen hat, aber ist nicht wert, jetzt nur auf den zu gehen, deswegen. Okay, das war ein schlechter Anflug. Vergessen wir es lieber, ich gehe zu dem da hinten. Außer jemand meint, er müsste eine Rakete auf mich schießen, dann muss ich erstmal eine Rakete ausweichen. Los, verpiss dich, Rakete. Mach einen Abgang. Danke. Ich werde zu nah dran. Muss eben auch so einen gewissen Abstand einschätzen, den man haben sollte, damit man da gut reinschießen kann. Das war schon wieder scheiße. Seht ihr, ich kann das nicht. Bin echt kacke. So. Jetzt Kylo Ren bitte regenerieren. Danke. Niemand stellt sich uns in den Weg. Viel halte ich nicht mehr aus. Und weg mir dann wieder so am Arsch. Dich hole ich mir jetzt. Razor schon wieder. Einmal von mir zerstört worden, reicht aber nicht, ne? Geschäft ist Geschäft. Als ob der das jetzt überlebt hat. Jetzt, so. So. Die Raketen haben, glaube ich, getroffen. Alle Feldgeneratoren wurden deaktiviert. Jawohl. Eliminiert jetzt die Sternenjäger des Widerstands. Einfach Sternenjäger platt machen. Ich gewinne einfach mal Abstand von der ganzen Schlacht ein bisschen.
Den schaue ich mir das einfach mal an. Ich brauche Übersicht. Bunkerbrecherschilde ausgefallen. Nutzt unseren Vorteil aus. Ich helfe mir hier das Slave One ein bisschen aus. Jetzt müssen wir die Teile einfach zerlegen. Das ist aber nicht allzu schwer. Wir haben sogar noch Wader. Läuft. Wer sich gegen uns stellt, wird scheitern. Oh, diese Generatoren. Ganz schön gefährlich, da muss man drauf achten. Mein Schiff wird beschossen. Verpiss mich mal. Zu vernichten. Als Kylo Ren oder insgesamt als Held wird man ja mega gefokust. So. Ich bin getroffen. Gut, den Teil habe ich glaube ich jetzt gut Schaden gemacht. Wir sollten trotzdem aufpassen, wir kriegen sehr viel Schaden. Kylo Ren! Mach es kaputt! Ich hab's nicht kaputt gekriegt, oder? Doch. Kann das erstmal sein, dass ich auf dieser Map gewinne. Sehen, ob du dem hier entkommen kannst. So, komm schon, Waffen abkühlen. Das ist zerlegt. Geht mal kurz hier rein. Nicht immer, wenn man rein und raus fliegt, dann geht das Anvisieren von den Feinden weg. Komm schon, jetzt aber. Wenn man behaupten, wir machen hier einen Großteil des Schadens. Weiche ich mal kurz der Rakete aus. Versuch's zumindest. Okay. Boah, da ist das Generatorteil. Und wir haben es zerlegt. Haben wir jetzt gewonnen? Und einen Würfel haben wir jetzt auch noch. So, aber anscheinend gibt es noch einen letzten Angriff. Jetzt müssen die letzten von ihnen sein. Konzentriert euch auf ihre Sternenjäger. Jetzt müssen wir nur noch Kills kriegen, okay. Nicht leichter als das. Komm schon. Ihr habt keine Ahnung, wie gefährlich ich bin. Oh, Wazer, hallo. Jetzt geht dich down. Du gehörst mir. Das dauert jetzt lange genug. Vernichtet ihre Jäger. Voll weg damit. Sie werden weniger. Noch einer weg. Ne, den Fall holen wir uns. Wir schaffen das auf jeden Fall. Werde ich mir auch mal um Heldenschiff kümmern. Wieder abgegangen ist. Nicht mal viele. Nicht mal viele meine ich gar keine mehr. Gewonnen. Super Runde. Erster Sieg auf dieser Map von mir. Der Weg für unseren Dreadnought ist frei. Bald wird die feindliche Basis Asche sein. Jawohl.
Genauso fing Star Wars Battlefront 8 an. Quasi mit einem Sieg von uns. Und wir sind sogar Erster, jawoll. Kylo Ren Schiff ist auch nice, muss man sagen. Mit dem von Maul auf jeden Fall eines der besten. So, da kriegen wir schön Credits. 745, kann mich nicht beschweren. Eine Belohnung. Und ja, das war's. Würde ich sagen, war's das mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.